Hallo meine Damen und Herren, willkommen zur ersten Ausgabe der Spieltagsvorschau in 2019. Lange hat es gedauert, aber wir wollten uns ein besonderes Spiel aussuchen, um mal wieder zu senden. Jetzt kommt der HSV Hamburg in die Anhalt Arena, der deutsche Meister, ehemaliger deutscher Meister, der Champions-League-Sieger von 2013 und der Zuschauerrekordhalter in der dritten Liga mit fast 10.000 Zuschauern. Das wird also ein ganz brisantes Spiel. Wir belegen den ersten Abstiegsplatz mit 17 Punkten. Der HSV steht auf Rang 13 mit 18 Punkten. Also mehr muss man zur Wichtigkeit dieser Partie nicht unbedingt sagen. So, bevor wir zu den Interviews kommen, haben wir noch ein, zwei Aktionen, die wir euch ans Herz legen wollen. Erstens, von Team Sportstadt geht die Aktion 1500 aus. Wir haben also gewettet, dass gegen Hamburg 1500 Zuschauer in die Anhalt Arena kommen. Und wenn das funktioniert, gibt es 150 Geschenke, ausgehändigt von den Spielern nach Abpfiff. Leider müssen wir euch an dieser Stelle mitteilen, dass das noch nicht gegen den HSV klappt, aufgrund von Produktionsfehlern. Diese werden wir aber beheben, beziehungsweise die werden gerade behoben. Und sollten wir wirklich gegen Hamburg die 1500 Zuschauer in der Halle haben, dann gibt es die Geschenke ausgehändigt von den Spielern zum nächsten Heimspiel gegen den ASV Hamm-Westfalen. Wir bitten um euer Verständnis, vielen Dank. So, und der DRV hat sich auch eine Aktion einfallen lassen, und zwar um die Bude richtig voll zu kriegen, was gegen Hamburg eigentlich ein Muss ist, gibt es am Karnevalssonntag dieses Heimspiel, und die ersten 50 komplett kostümierten bekommen freien Eintritt. Also ruhig ab halb oder um vier in der Halle sein, komplett kostümiert, sich an der Kasse vorstellen und das Gratisticket abholen. Ein Karnevalshut an der Stelle reicht leider nicht aus. So, meine Damen und Herren, wir gehen jetzt Richtung Kabine und schnappen uns erstmal den Chefcoach. Auswärtssieg. Seltenes Gefühl, aber ein schönes. Wie war die Stimmung in der Woche? Ja, es ist nun schon wieder eine Woche her. Am Sonntag wartet die nächste Aufgabe. Wir haben uns sofort nach dem Spiel verständigt, natürlich, dass das ein sehr, sehr wichtiger und auch gut rausgespielter Sieg war. Aber wir sind nicht Weltmeister geworden. Wir haben noch ganz schwere Spiele vor uns und das muss der Tenor sein. Ist Hamburg so ein schweres Spiel für dich? Ja, Hamburg wird mit Sicherheit eine schwere Aufgabe. Hamburg wird uns vor größere taktische Probleme stellen, sowohl in Abwehr als in Angriff, oder vor größere Aufgaben stellen. Das wird ein schwerer Gang. Wenn man auf die Tabelle guckt und als Optimist einen Heimsieg einrechnet, so, dann würde man Hamburg überholen und würde auf Platz 13 stehen. Glaubst du, dass da noch mehrere Mannschaften in den Abstiegsstrudel reingezogen werden, oder kann man das noch nicht sagen? Ja, das sind Dinge, damit beschäftige ich mich noch nicht in allererster Linie. Und ich bin der Letzte, der das Fell verkauft, bevor der Bär erlegt ist. Das heißt, wir wollen erstmal am Sonntag Hamburg schlagen und dann schauen wir weiter. Alles klar. Uns ist aufgefallen, dass in den bisherigen Spielen oder in den letzten Spielen es regelmäßig im Schnitt 30 Gegentore gab. Was ist der Grund dafür, beziehungsweise lag in dieser Woche das Hauptaugenmerk auf der Abwehrarbeit? Ja, es ist so, gegen Bad Schwartau haben wir eigentlich über 50 Minuten eine sehr gute Abwehr gespielt, um uns danach das verderben zu lassen. Jetzt war es nicht so toll, aber es ist schon so, dass ich mit unserer Defensivleistung im Moment nicht so zufrieden bin. Alles klar. Trotzdem haben wir das über 50 Minuten im letzten Heimspiel gut gemacht. Du hast es gesagt. Diesmal gilt es, das über 60 Minuten zu machen. Und dann sind wir optimistisch mit einer vollen Halle natürlich. Dafür haben wir alles in Bewegung gesetzt, hier die nötigen Punkte zu holen. Vielen Dank. Schönen Abend. Danke. Kann losgehen. So, bei uns ist jetzt Jonas Hönnecke. Jonas, die Hinrunde. Holen wir mal ganz weit aus. Erstmal Glückwunsch zum Auswärtssieg in Großwallstadt. Danke, danke. Das war der wievielte Auswärtssieg in diesem Jahr? Also in dieser Saison? Auf jeden Fall waren es weniger, aber keine Ahnung. Weißt du es? Der zweite. Ja. Leider erst der zweite, aber immerhin. Wir wollen ja nicht meckern. Großwallstadt überholt. Jetzt steht die nächste schwere Aufgabe mit Hamburg schon direkt bevor. Wie schätzt du das Spiel ein? Was kommt da auf uns zu? Ja, Hamburg ist eine eklige Mannschaft. Also im positiven Sinne. Es sind auch viele junge Spieler. Und haben zwei ganz erfahrene Leute dabei mit Schröder und Latzkovic, die schon ganz oben mal gespielt haben. Champions League bei Kiel und Hamburg. Also die wissen auf jeden Fall, was sie machen. Und da, gerade nach dem Hinspiel, sind wir auf jeden Fall gewarnt. Da ist eine sehr offensive Abwehr mit einer 5-1-Deckung, die Ballverluste erzwingen wollen. Ja,
das gucken wir uns jetzt die ganze Woche an, dass uns die Fehler nicht wieder passieren wie im Hinspiel. Ja. Also Hamburg ist auf jeden Fall, wenn man sich die Tabelle anguckt, ein Gegner, den wir zu Hause schlagen müssen und unbedingt auch wollen. Das ist auf jeden Fall alles eng in der Tabelle und deswegen sind das solche Spiele, die man zu Hause nicht einfach weggeben kann. Das können wir uns einfach nicht leisten in der Situation, wo wir gerade sind. Aber ja, so wird Hamburg hier auch herkommen. Wir wissen, dass das hier Big Points sind und da wird keine Mannschaft abreisen lassen. Wir haben leider in der letzten Zeit Verletzungspech. Daniel Zähle nicht dabei, Gregor Rehmke nicht dabei und auch Philipp Ambrosius nicht dabei. Nichtsdestotrotz haben viele im letzten Heimspiel eigentlich eine Packung befürchtet und waren erstaunt, dass ihr 50 Minuten lang nicht nur super gespielt habt, sondern auch geführt habt. Am Ende ging so ein bisschen die Luft aus, und man hat vorne nicht mehr ganz so konzentriert geworfen und kaum noch Tore gemacht. Wie kann man darauf hinwirken, dass das in diesem Spiel nicht wieder passiert? Ja, ich glaube auch, dass es im letzten Spiel keine Kraftfrage war. Das waren dann einfach Kleinigkeiten, wo wir zu viele Bälle verwerfen, hinten keinen Ball mehr abbeißen können. Also von der Kondition schaffen wir das alle. Und wenn das halt nur 12 oder 13 fitte Spieler sind, dann schaffen die das auch. Aber ja, wir können es uns einfach nicht leisten, dann die letzten 10 Minuten vorne im Angriff zu viele einfache Fehler zu machen oder hinten keinen Ball mehr zu gewinnen. Aber ich glaube nicht, dass es mit Kondition zusammenhängt, weil wir sind alle fit genug, dass wir da über 60 Minuten Vollgas geben können. Alles klar. Leider muss ich das Thema Verletzung weiterhin aufgreifen. Du hast die ersten 2, 3, 4 Spiele richtig, richtig super gespielt, warst, glaube ich, zweitbester Torschütze und bester 7-Meter-Schütze. Und dann kam eine Verletzung. Langwierig, bist lange ausgefallen. Wie ging es dir in dieser Phase und wie schwer ist es, dazu zurückzukommen? Na, es waren auf jeden Fall nur 2 Monate. Das ist, glaube ich, für einen Mittelfußbruch echt super, dass es so schnell geht. Ich glaube, das hätte noch vor ein paar Jahren ein bisschen anders ausgesehen. Also da haben die Ärzte und Physios auf jeden Fall richtig gute Arbeit geleistet. Aber trotzdem sind 2 Monate für einen Handballer echt schon eine lange Zeit. Und ja, der erste Monat war ganz schön schwierig. Da war noch viel Bein hochlegen, wenig bewegen. Also das war schwierig. Aber dann konnte ich in der Reha schon wieder sehr viel machen. Auch was Joggen und so anbelangt, das ging alles recht schnell wieder. Deswegen ging die Zeit dann trotzdem recht schnell um. Zumal wir in der Zeit ja auch viele Spiele gewonnen haben oder zumindest viele Spiele hintereinander nicht verloren hatten. Da tat es nicht so doll weh zuzuschauen, weil es da alles noch ein bisschen besser lief als die Zeit danach. Aber ja, die Zeit ist auf jeden Fall trotzdem lange und war nicht schön. Das glaube ich. Umso gestärkter bist du aber zurückgekommen. Dein bestes Spiel für Dessau vielleicht, würde ich jetzt behaupten, gegen Hagen am 26.12. mit 11 Toren. Was war da denn los? Das ist so ein Spiel, das kennt auch, glaube ich, jeder Handballer, da geht es auf immer irgendwie alles. Da geht alles rein. Du musst den Ball nur loslassen, der landet irgendwie im Tor. Du guckst den Spieler an, der weiß, was er von dir will und der kriegt den Ball perfekt in die Hand. Also das war so ein Tag, da läuft alles. Da stehe ich am 7-Meter-Punkt und ich muss gar nicht überlegen, wo ich hinwerfe, weil ich mir sicher bin, dass er reingeht. Aber ja, dann gibt es halt auch andere Tage und da geht auf immer gar nichts mehr. Aber umso schöner, dass an so einem Tag alles geklappt hat bei mir. Das hat uns auch gefreut. Generell, was so zuletzt im Internet an Kritiken über Jonas Hönnecke zu lesen war, einmal habe ich gelesen, der war ja gar nicht weg, der war ja gar nicht verletzt. Dann habe ich gelesen, von der Form her, dann habe ich gelesen, er kam noch stärker zurück. Wie schätzt du es selber ein? Ja, also auf jeden Fall schön zu hören sowas, wusste ich jetzt selber gar nicht. Aber ja, in so einer Reha-Zeit, das kann doch mal gut sein, um mit dem Kopf mal ein bisschen wegkommen vom Handball, sich um ein paar Reserven beim Körper zu kümmern, was Kraft anbelangt, was vielleicht auch Ausdauer anbelangt, wo man in der Saison gar keine Zeit hat. Also das kann schon stimmen, dass man da stärker rauskommt, aber das Spielerische, das muss man natürlich trotzdem aufholen und das hat natürlich auch gedauert bei mir, aber ja, anscheinend hat es ganz gut funktioniert. Jo, dann eine Frage noch, du bist jetzt seit 3 Jahren bei uns? Ja. Genau, und viele haben gesagt, dass du dich so richtig frei entfaltet hast nach dem Weggang von Vincent Sohmann. Kann man das so einfach sagen? Weil der ja schon der Spielmacher in dem Sinne war. Oder magst du so eine Vergleiche generell nicht? Naja, ich glaube nicht, dass es mit Vince zu tun hatte. Vince hat ja auch eine überragende Saison gespielt. Letzte Saison vor allem. Und da musste ich mich einfach hinten anstellen. Das war einfach so. Und da bin ich auch noch ein junger Spieler. Das wäre mir wahrscheinlich in vielen Vereinen so gegangen. Aber umso wichtiger ist es dann, wenn wir so einen Abgang haben, dass ich dann in die Bresche springe
zusammen mit Slavo jetzt. Und wenn wir das gut machen, dann ja, kompensieren wir das auch ganz gut. Wie optimistisch bist du, dass wir bald wieder aus dem Vollen schöpfen können mit Zähle und hoffentlich vielleicht auch Max Scheiterer? Ja, also ich glaube schon, dass das alles jetzt die nächsten zwei Wochen zumindest bei Zelo wieder vorwärts geht. Bei Schaui muss man sehen, wie das sich mit dem Knie noch verhält. Ich glaube, das dauert noch ein bisschen länger. Aber Zelo, der wird schnell wieder fit. Ich glaube, zwei Wochen und dann ist er wieder dabei. Das sind 13 Aussichten. So ist es. Wir haben Zuschauerfragen übrigens. Und zwar eine persönliche an dich. Was kann Jonas Hönicke besser als jeder andere im Team? Und woran musst du noch arbeiten? Ich glaube, meine Spielfähigkeit, was Spielübersicht und ja, Spielintelligenz anbelangt, was auch meiner Position geschuldet ist, bin ich da schon vorne mit dabei im Team. Aber was ja, Kraft und wahrscheinlich auch ja, das Körperliche anbelangt, da muss ich immer noch ein bisschen ranklotzen, dass ich daran spiele, wie wenn wir jetzt zum Beispiel wieder bei Zelo sind, dass ich vielleicht auch mal so aussehen kann wie er. Aber ja, die Athletik, die ist für uns alle wichtig und da hänge ich noch ein bisschen hinterher, was andere Spieler anbelangt. Gut, Zelo ist auch 2,15 Meter, da fehlen uns beide. Ja, ja, zusammen schaffen wir es. Ja, zusammen schaffen wir es. Sehr gut. Die zweite Frage war, etwas besorgniserregend zuletzt in unserem Spiel war die Abwehr, eigentlich unser Prunkstück. Die hat im Schnitt in den letzten 4 Spielen 30 Tore bekommen. Welche Maßnahmen kann man denn treffen, um das wieder kompakter zu gestalten und um Hamburg das Leben so schwer wie möglich zu machen? Ja, wir verteidigen lange immer und auch gut, finde ich. Aber wir bekommen dann trotzdem immer am Ende vom Angriff noch irgendeinen scheiß Schlagwurf über die Mitte oder ein Rückraumtor oder dann durchgesteckten Ball am Kreis. Also wir arbeiten 40 Sekunden super und dann ist einer nicht aufmerksam genug, um den Angriff dann abzuschließen und einen Konter zu rennen. Und dann kommt immer noch irgendein Pass durch und das zieht uns dann so ein bisschen ins Zahn, dass jetzt nach der Pause in jedem Spiel so war. Das darf natürlich nicht passieren, gerade im Abschießkampf gewinnt man höchstwahrscheinlich das Spiel in der Abwehr. Und da können wir uns nicht leisten, mit 30 Toren jedes Mal den Gegner gegen uns ankommen zu lassen. Aber ja, im Verbund mit dem Torhüter müssen wir es jetzt schaffen, vor allem zu Hause gegen Hamburg, wieder weniger Tore zu kassieren. Und da haben wir jetzt auch die ganze Woche dran gearbeitet, was Abwehr anbelangt, und da bin ich guter Dinge. Das freut uns zu hören. So, jetzt haben wir hier was vorbereitet. Ein kleines Spielchen, das heißt Sprachkurs. Bist du ein Sprachtalent? Ach, gar nicht. Gar nicht? Nee. Na, dann haben wir ja einen richtigen. Und zwar haben wir hier Fragen, ich muss die vorlesen. Genau, du kannst Jonas den Laptop geben sozusagen. Du darfst den Laptop haben, du darfst es dir schon mal leise durchlesen, aber ich muss das laut machen für die Kamera. Und zwar ist das ein Deutsch-Tschechisch-Kurs. Wir wissen ja alle, dass in der Kabine Tschechisch gesprochen wird. Ja. Damit du weißt, was die da sagen, wollten wir dir ein bisschen auf die Sprünge helfen. Oder dich da verbessern. Ja. Und wir fangen einfach mal an mit der ersten Frage. Und zwar, was bedeutet Ahoi? A, Rentenversicherung, also auf Tschechisch Ahoi. Ja. Ins Deutsche übersetzt heißt das Rentenversicherung. Belgischer Zupfkuchen, guten Tag oder Handtasche? Das weiß ich, guten Tag. Guten Tag. Ist das richtig? Ja. Da hinten kommt die grüne Kelle. Was bedeutet das tschechische Wort Befka? A, Zeitstrafe, B, Hechtsuppe, C, Kindergarten oder D, tschechischer Nationalspieler? Ja, das weiß ich auch, D. D. Genau. Das ist der von Elf Florenz. Röfka spielt bei Elf Florenz Dresden, genau so ist es. So. Herr Rafka? Nee, was? Ja, ich kann es ja auch lesen, was auch immer. Ja, genau. Also, bedeutet das A, ist die Schwester von Lieber Hanisch? B, Erbsensuppe? C, Tischtennis-Star? Tschechischer Tischtennis-Star? Oder ist das D, ein Handballteam der ersten tschechischen Liga? Weißt du es? Gar keine Ahnung. Aber ich rat mal was? D. D. Du glaubst, ein Handballteam? Es ist die Erbsensuppe. Es ist wirklich Erbsensuppe? Das ist ein Scheiß. Echt? Ja. Dann, was bedeutet das tschechische Wort Piki? Pitschi. Pichu oder so. Pitschi, Pichu. Ja, das A, das höre ich ja ziemlich oft. Von Thomas Pavlicek, ne? Ja, von allen. So, dann haben wir noch was. Was bedeutet. Oh Gott. Twacket. Ich sag jetzt einfach mal Twacket. Heißt das? Twacket? Wartzett, Entschuldigung. Ja, ich glaube, das ist die 20? Richtig. Ja? Genau. Cool. Ähnlich wie. Genau, also du kannst den Tschechen offenbar noch was beibringen.
Ja, ja, scheint so. Scheint so. Ja, frag die mal nach Erbsensuppe. Das ja, Mann, würde mich so interessieren. Wie ist das? Weißt aber nicht, ob das. Weißt aber nicht, ob. Ich habe einfach war Erbsen und nochmal Suppe. Zwei Verschiedene. Also, das heißt wahrscheinlich nicht mal so, ey. So, du hast ordentlich was gelernt. Ja. Hattest ja ein bisschen Spaß? Auf jeden Fall. Ja. Super, dann danken wir dir. Samstag bist du im Fernsehen und Sonntag Top-Torschütze, ja, habe ich gehört. Hoffentlich, ja. Alles klar. Mach's gut. Wir danken dir. Ciao, ciao. Musíš si stoupnout semle. Já? Já, OK. Roztáhnout yeah ruce. Já, yeah, prosím. Takhle, okay, ruce. Yeah. Yeah. Ruce. OK. Nohy. Tak. A, OK. Tak. Yeah, a bejt. Yeah. A koukat se na ruku hráče. Du sollst natürlich groß stehen, du musst groß bleiben, ja, die Beine ein bisschen auseinander. Yeah. Und musst du immer gucken, wo mein Arm ist. Und dann natürlich immer einfach gucken, wo ich natürlich werfen kann, wohin. A hlavně nepadej jako fotbalový golman. Okay. Und nicht die Parade machen wie ein Torwart, aber Fußballtorwart, ja? Das war super, sehr gut. Ja. Přesně jsem vám zeptal, jestli si myslíš, že kdyby si skončil u Desau, jestli by tam mohl chytat. No já si myslím, že asi ne, ale že by mohl chytat v B týmu. Asi teda, já nevím. Hunger, Erbsensuppe. Ich habe natürlich gefragt, ob jetzt, wenn Radek bei Dessau aufhört, ob Otti bei uns halten kann. Und Radek ist der Meinung, dass lieber nicht. Aber wahrscheinlich für die zweite Mannschaft. Dankeschön. Bitte schön. Tschüss. So, dann. Achso, Teil 2. Jetzt kommen wir zu Teil 2. Radek muss auf Deutsch Fragen beantworten. Wir haben Fragen gestellt, die übersetzt Marek dem Radek auf Tschechisch. Die Fragen werden sicherlich eingeblendet. Und Radek hat 4 Antwortmöglichkeiten und die er denkt, muss er auf Deutsch sagen. So, können Sie ihm nochmal abmachen? Na které pozici hraje Radek Modlík? A teď si musíš vybrat? Torwart. Torwart. Jawohl. Richtig. 1-0 für Radek. Oder? Das mache ich mal. So, nächste. Nächste Frage. Čím je známe Dessau? Du musst die Antworten vorlesen. Lutzkirchen, Plus Gulasch, Bauhaus, Astronauten, Serena Williams. Bauhaus? Bauhaus hat er gesagt. Richtig. Bauhaus, jawohl. Super. Ja. Drückst du? So, ich drücke, ja. Eine, das ist letzte Frage. Jaký mělo Dessau cíl pro tuto sezonu? A už ty chlapěci jede špíl Gegentreff, Klassenhalt, nechcem štyk, nevím, co to znamená. Klassenhalt? No. Klassenhalt. Jawohl, super. Einmal frei. So, 3-0. Also, 0 Gegentreffer dieses Mal. So, Erbsensuppe? Was? Was? Ja, Ananas. Was wolltest du sagen? Ananas. Nein, Spiel gegen deinen alten Verein. Bist du besonders motiviert? Ich freue mich riesig, ja, ohne Scheiß. Also ich glaube auch, dass wir hier 2 Punkte holen werden. Das freut uns sehr. Du hast im letzten Heimspiel schon überzeugt. Richtig klasse Leistung. Es gab sicherlich sehr viel Selbstvertrauen. Auf jeden Fall, ja, auch die 3 Paraden gegen Großwaldstadt, die auch nicht so unentscheidend waren, muss ich jetzt mal so sagen. Ja, aber geht ja um die Mannschaft. Also von daher ging auch ein guter Ruck durch die Mannschaft. Das ist richtig. Wir haben trotzdem im Schnitt in den letzten Spielen immer so um die 30 Tore bekommen. Wie kann man das abstellen oder zumindest verbessern? Indem ich einfach mehr Bälle halte.
Und eine gute Abwehr von dir hast. Und eine gute Abwehr von mir habe, ja. Erwartest du viele Freunde in Dessau? Ehemalige Kameraden oder Familien, Freunde? Ja, ich glaube, da werden schon ganz, ganz viele kommen, mit denen ich mich auch mal locker unterhalten werde. Das ist schön. Und feiern tun wir und das Bier trinken auch wir zusammen. Und die Kaffeekanne ist auch wieder auf dem Bild. Na Gott sei Dank. Dann kann ja nichts mehr schief gehen. Volli, ich da, ach, Volli sag ich jetzt schon. Wie du möchtest. Volli, Otti, alles ja, Volli, aber ich danke dir auch. Ich hab's falsche Trikot an.